Für Real- und Imaginärteil dieser Zahl hier ziehen wir als erstes mal die e-Funktion hier an der Stelle auseinander. Machen wir daraus ein Produkt von zwei e-Funktionen. Schreiben wir also den Wurzel-6-Faktor hier vorne ab. E hoch 1 halb log 3. Aus dem 1 halb log 3 machen wir das 1 halb, das ziehen wir hier nach oben hoch, also 3 hoch 1 halb, das heißt die Wurzel aus 3 steht da. Also da haben wir den log von Wurzel 3 und jetzt die zweite e-Funktion mal e hoch i Pi Viertel. Haben wir es also hier auseinandergezogen. Gut, und dann weiter. Die Wurzel 6 schreibe ich weiterhin ab. E und log sind Umkehrfunktionen voneinander, also bleibt vom zweiten Faktor nur ein Wurzel 3 übrig. Und was kriegen wir vom dritten Faktor? E hoch i Pi Viertel, das ist Cosinus Pi Viertel plus i Sinus Pi Viertel. Ja, 3 mal 6 ist 18, also steht hier die Wurzel aus 18. Und dann haben wir noch, wie ist es mit Cosinus und Sinus bei Pi Viertel? Das ist die Stelle, wo die sich gerade schneiden. Da haben die den gleichen Wert und die Quadrate der beiden müssen sich zu 1 addieren, also die Wurzel aus 1 halb, 1 durch Wurzel 2, schreiben wir es mal so. 1 durch Wurzel 2 plus i mal 1 durch Wurzel 2. Wenn wir jetzt die Wurzel 18 da rein multiplizieren, dann bleibt nur eine Wurzel 9 übrig, also eine 3. Und es kommt 3 plus 3i hier heraus. Und damit haben wir gefunden, der Realteil dieser Zahl hier, da steht sie, der Realteil dieser Zahl, na, der ist 3 und der Imaginärteil dieser Zahl, der ist ebenfalls 3. Und das war es auch schon.